Und willkommen zurück. Wir wollen weiter das Gewölbe erkunden. Und müssen erstmal wieder mit Evelyn sprechen. Dann tun wir das. Auf der Tür vor uns ist noch ein Schutzzauber. Seid ihr bereit herauszufinden, ob wir sie öffnen können? Meint ihr, das geht genauso wie bei der draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Ich werde das Buch auf diesem Lesepult platzieren. Dann werden wir sehen, was geschieht. In Ordnung, wir sind bereit. Dann geht es jetzt los. Das Buch kribbelt jetzt so richtig. Macht euch bereit, diese Würfel zu drehen, sobald ich es auf dem Lesepult platziert habe. Mann, ist die nervös. Ja, gut, doch jetzt. Das Buch, es wirkt fast so, als würde es uns die Tür öffnen wollen. Ein Stück. Ich drehe rechts. Ich drehe nochmal rechts. Muss auch nochmal drehen. Ich drehe nochmal rechts. Das hat etwas bewirkt. Mach weiter. Ich drehe Mitte. Nochmal die Mitte. Ihr habt das passende zweite Symbol. Jetzt noch links. Sieht nicht so aus, ne? Als wäre hier oben Kommode. Was ist hier? Wenn nicht eine Kommode da ist, Hänzen sind da drin, die wahrscheinlich nichts wert sind. Meine ist leer. Jetzt können wir durchgehen. Korridor des Untergangsgewölbes. So. Jetzt sind wir hier, wo sind wir da? Jetzt sind wir hier, müssen wir Treppe hoch. Gehen wir einfach wieder hier lang. Die Tür wieder. Einfach durch die nächste Tür. Brückenpassage der Totenlinde. So viel Türen, Tore, jetzt sind wir da draußen. Wir müssen in dieses Gebiet laufen und dann wahrscheinlich die Brücke runterkurbeln. Ja, erkundet. Und wo sind wir jetzt? Jetzt die Brücke runterlassen. Vergesst es. Wir müssen diese Zugbrücke herunterlassen. Und dazu rechts durch die Tür. Zugbrückenausblick. Was für ein Ausblick. Sehr süß. Kreativ sind sie schon. Ja. Es muss hier irgendwo einen Hebel oder einen Schalter geben. Ich habe eine Netschkuh beschworen. So, wupp. Tot. So, kleine süße Netschkuh. Drei Skorpione, die rennen sowieso wieder weg. Braucht euch gar nicht so genau angucken, ob das lebt. Ja, das lebt schön. Du hast mal geguckt. Oh, wo ist denn das? Ein Beobachter. Wo? Ach, hier vorne. Ja, der Gucker. Das hast du übersehen, ne? Mindestens will er mal nicht auf mich direkt losgehen, ne? So, jetzt gehen wir einfach wieder hier durch. Na. Steuerung. Wir sind in der Zugbrückensteuerung. Und Hebel. Genau, wir machen... Es hat geklappt! Nun können wir hinüber. Nee, die Brücke bewegt sich. Ja, der Hebel hat sich doch bewegt. Du hast dich schon bewegt. Mich Krone. Nee, das weiß ich nicht. Dann hat sich der Hebel nicht bewegt, aber die Brücke. Dann müssen wir einfach können zurück, wir einfach ne? Wieder runter? Ja. Weil durch die Tür jetzt irgendwie gar nicht gekonnt. Zumindest hat das mir nicht angezeigt. Aber ist egal. Abkürzung. Boah, toll, guck mal. Wie die da runterläuft. Nein, ich will nicht mit der Quassel, ich will wieder hoch. Jetzt hier. So. Ab in die Runde. Oh. Herrlich. Schön gemacht, ne? Genau, das ist auch immer wichtig. Man sollte sich auch in Spielen immer mal die Umgebung angucken, was ich hier leider vernachlässigt habe. Zum Glück ist Maxi Chaotik dabei. Sonst wäre mir dieser herrliche Anblick... erspart geblieben. Erspart geblieben. Wie sieht die andere Seite aus? Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Und dann war es der letzte Anblick, den ich hatte. So. Gehen wir einfach weiter durch die Tür. Schwärm, schwärm, Totenländer. Nein, die Totenländer. Mit Ratten. Also kurz um die Kurve und dann wieder durch die Tür. Ach, das ist ja alles. Im Ernst? Lava und ein unheilvoller Himmel?
Das Reich des Vergessens ist merkwürdig. Ist nochmal ein. Ein Fall. Ein Wasserfall ist hier nicht, ein Lavafall. Was ist mit dir? Warum rennst du weg? Schmeckt unseren Stahl. Der ist an uns vorbeigerannt, aber ich vermute, es ist ein Spieler gerade hier lang gerannt, ist ihm hinterhergerannt, dann ist er zurückgerannt. Das weil der Spieler sich nicht um den gekümmert hat. Hier ist noch eine. Oh nein, man kann doch nicht mal durchrennen. Dann muss ich doch um die kümmern. Der hat mich angesprungen, deswegen ist er. Von vor das dir auf nach hinter dir. Ja. Oh, Urgrim, der kann eh nicht. So, dick aussehen. Und das kann er sehr gut. Ihr guckt euch die Wampe an. Muss mal zwei Gegner. Er rennt. Er wollte rennen. Ist umgefallen. Das war ein wildes losgerannt. Bumm. Ja, also, wenn man hier auf eine Orkine losrennt, dann fällt man einfach um. Genau. Also, Geruch so schlimm. Das waren meine Gedanken. Das ist irgendwie aber hübsch. Verstörend und erschreckend. Der Mundgeruch. Du bist auch ein Ork. Aber keine Orkine. Ich habe keinen Mundgeruch, ich stinke komplett. Du hast nicht nur Mundgeruch. Och, diese Augen. Ist ja fast wie Kleopatra, diese Augen. Nein, jetzt war die Nase. Das war die Nase. Juhu, Stufenaufstieg. Wie sieht's denn hier aus? Landschaft an. Oh, das sieht doch so geil aus. Oh, heiß. 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 Der Preis ist Lava. Nicht der Preis ist heiß. So, jetzt. Geht's hier über dieses. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Hier vor. Ich hatte gerade einen Stufenaufstieg, jetzt bin ich total desorientiert. Was läuft hier? Eine Grimora Assassine. Gut. Ich roll an dir vorbei, als du gestorben bist. Jetzt gehen wir mal kurz hier hoch, hier oben ist auch was. Zwei was, die sich streiten. Ich will mich mitstreiten. Streite mich. Streite mich. Ich streite mich. Komm, streite mich. Da oben. Streitet ihr euch rum? Ja. Oh, ich will das Skelett befreien. Oh, das ist gefangen. Aber es lächelt trotzdem. Ja, du. Guckt hier, mal von oben. Mal von oben. Mal von oben. So. Weiter geht's. Die gehen immer dann auf dich los und rennen von mir weg. Nein, als Nahkämpfer dann schon doof, ne? Und als Fernkämpfer für mich auch. Ja, auch wenn ich die zuerst angreife, irgendwie gehen die dann trotzdem auf dich los. Ist doch der Mundgeruch. Ja, bei einer Stärke. Sind sie lieber zu mir? Schieß von oben, ich schieß von oben. Ja, du kannst von unten schießen. Er ist tot. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Da haben wir wieder eine Tür. Ein Spieler, der hier rumläuft, ne? Ja, ich glaube. Ah, ich fragte mich schon, wo ihr abgeblieben seid. Ich brauche euch noch einmal. Sie braucht uns noch einmal? Okay. Das müssen wir denken. Kleiner Sterblicher, ich kann nicht weitergehen. Ein weiterer Schutzzauber versperrt mir den Weg. Kümmert euch bitte darum. Ja? Vor uns gibt es noch eine weitere Tür, die mit einem Schutzzauber belegt ist. Hast du doch gerade gesagt. Warum fragst du denn? Dieses Spiel ist schon manchmal interessant gemacht. Ja, das gesamte Innere hier ist mit diesen verdammten Ärgernissen übersät. Unterbrech den Zauber, damit wir unsere Suche fortsetzen können. Ich glaube nicht, dass uns viel Zeit bleibt, bis die Dagonisten eintreffen. Setz mich nicht so unter Druck. Dieser Ort fühlt sich drinnen auf jeden Fall größer an, als es von draußen den Anschein hatte. Das ist ein Satz der Erkenntnis. Das ist der Satz des Tages. Sehr aufmerksam. Der Bau ist von einer Magie durchdrungen, die es dem Gewölbe erlaubt, sich so zu verhalten, als wäre es eine kleine Ausstülpung des Reichs des Vergessens. In gewisser Weise ist es das wohl auch, schätze ich.
Diese äußeren Teile, durch die ihr gekommen seid? Dort koexistieren die toten Länder und Nirren. Auf dieses Kommentar reagiere ich jetzt einfach mal nicht. Doch, mit gucken. Nein, mit koexistieren? Das gehört alles zum großen Plan von Meronis Dagon. Er glaubt, Nirren gehört ihm. Und er hat lange nach einem Weg gesucht, seine Ebene im Reich des Vergessens mit der Welt der Sterblichen zusammenzubringen. Vielleicht sind die Ambitionen ein weiterer Schritt in diese Richtung. Nun, öffnet diese Tür. Okay. Das Komische ist ja, also wir machen das alles jetzt für die, weil die sonst nicht weiterkommt. Wird die uns am Ende verraten? Vielleicht. Ich bekomme gerade die Meldung, Buffood ist alle, ist etwas. Okay. 4 Würfel zum Drehen. Ich drehe schon mal. Ich will was essen. Ja. Jetzt Gegenstände, ganz nach unten. Nee, doch nicht. Hase in Knoblauchsoße, oh, alte Süßkringel, Zimttraubengelee. Kann man eigentlich mehreres essen, ja, ne? Aber das eine ersetzt dann das andere. Ja, dann nehmen wir erstmal den Hasen in Knoblauchsoße. Ey. Ja. Hase in Knoblauchsoße. Ich hab das alles verkauft beim Händler von uns. Nam, 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 nam. Zum Kompotten, alter Süßkringel, geht nicht. Ach, geht gar nicht mehr. Dann nehmen wir das Kronstärkungsmal. Dann wird der Rest halt einfach verkauft, okay. Weil das Grundstärkungsmal bringt mehr als die anderen. Deswegen nehme ich lieber das. Und ich habe auch ein Level up. Geschliffene Ahorn, geschliffene Eiche, geschliffene Buche. Ich nehme die geschliffene Buche. Beanspruchen. Applaus! Applaus! Yay! Und wieder Ausdauer. Oh. Können wir weitergehen, ne? Du bist ja schon weitergegangen. Ich habe alles schon gemacht. Noch ein Schutzzauber. Oh, hier ist ein schwarzes Buch. Ich platziere das Buch. Ihr dreht die Würfel. Ich habe schon gedreht. Ich habe das Buch noch gar nicht platziert. Das hat trotzdem funktioniert. Ja. Ihr habt es geschafft. Ich musste nur einen Würfel drehen. Ja, weil ich die anderen schon gedreht habe. Oh, geil. Wenig Arbeit. Weiter geht's. Auf der anderen Seite ist übrigens auch noch im Bücherregal. Was? Was? Im Bücherregal? Ich habe es. Weiter geht's. Ich muss natürlich auch Tür öffnen. Ja, das wäre was. Hier was drin, ne? Und ein großes Fass. Er hat meinen Tastendruck. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Kannst du dich drin verstecken? Oh, Bruder. Ich fange immer euer echtes Ich ein. Was gibt's hier zu essen? Sieht doch gut aus. Käse. Oh, der Scheibenkleister. Warte mal. Scheibenkleister ist hier? Ich muss den Käse erstmal zerstören. Den habe ich gerade geklaut. Ich habe den Käse geklaut. Mhm. Der stand stehen. Ich hab zugegriffen. Na, du machst Sachen. Kleine diebische Elster. Menschen? Meine Wo Mann. Sind die dädrischen Waffen? Oh, da hat sich Spiel aufgehangen. Oh. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Mögen die Hörner stets nach oben ragen.